Die Geschichte der Medizin ist geprägt von bemerkenswerten Frauen, die Hindernisse überwunden und Standards gesetzt haben. Safia Ali war eine solche Vorreiterin. Sie wurde am 2. Februar 1894 in Istanbul geboren und war die erste Ärztin der Republik Türkei. Schon in jungen Jahren interessierte sich Safiye für Medizin. Während ihrer Zeit am amerikanischen Mädchencollege ermutigte ihre Schulleiterin Mary Mills Patrick sie, ihren Traum zu verwirklichen. Ihre Ausbildung verlief jedoch nicht reibungslos. In einer Zeit von Kriegen und Umbrüchen erkannte sie, wie wichtig medizinische Versorgung in Türkei war. Trotz finanzieller Schwierigkeiten begab sich Safiye nach Deutschland, um Medizin zu studieren. An der Universität Würzburg absolvierte sie ihr Studium. Nach ihrer Rückkehr nach Türkei gründete sie gemeinsam mit ihrem Ehemann eine Praxis. Während des Zweiten Weltkriegs war Safiye Ali auch in Deutschland als Ärztin tätig. Ihre Dienste wurden hoch anerkannt. Am 5. Juli 1952 verstarb Safiye Ali in Dortmund nach einer Krebsdiagnose. Ihr Erbe bleibt lebendig, da sie den Weg für Nachwuchsärztinnen ebnete und Menschen weltweit inspirierte. Vor 2 Jahren wurde das verschollene Grab von Safiye Ali gefunden, woraufhin die Stadtverwaltung Dortmund großes Interesse an ihrer Person zeigte. Der Safiye Ali Medical Award wurde ins Leben gerufen. In Dortmund wurde eine Straße nach Safiye Ali benannt.